in Old Trafford endete bekanntlich mit einem knappen 1:0-Sieg der Mann um Bobby Charlton. Und jetzt bitte rufen Sie mich an, ob Sie mich hören anständig. Ich komme nämlich jetzt auch hier nicht durch. Mannschaften betreten nun das Spielfeld, angeführt von dem italienischen Schiedsrichter Sbardella. Dahinter, sehr gepasst, auf der linken Seite, die Leute von Manchester United, angeführt von Bobby Charlton. Rechts. Halb 9 Uhr abends und das Spiel beginnt unter Naturlicht. Es ist hier sehr warm in Madrid, Punkt von den Spielern im Weiß ab. Ein Tor ist also aufzuholen, zwei Tore sind zu schießen, damit Real Madrid in das Finale kommt. Das Finale, das am 29. im Wembley Stadion stattfinden wird. Erster Angriff also von Real. Und ich gebe Ihnen die Mannschaftsaufstellungen bekannt. Bei Real im Tor, Betancourt im Tor, mit Nummer 2, Perez. Landete auf der Laufbahn. Er war einfach zu schnell. Eckball von der rechten Seite. Zweite Ecke für Real Madrid. Mit Ausnahme von Best ist alles vor dem Tore der Engländer. González schießt. An die Stange. Dieser Kopfball von Socco. Amancio gegen Styles. Und das kann nur Eckball sein, war kein Foul. Und nicht einmal das, es gibt einen Abstoß. Foul von Velázquez. Nach 19 Minuten Real Madrid gegen Manchester United im Stadio Santiago Bernabéu. 0:0. Während es wieder auf den Beinen. Entweder Bobby Charlton oder Sedler wird schießen. Charlton. Interessant, dass ein Mann wie Charlton solch einen schweren Fehler machen kann. Und Eckball, Nummer 3. Grosso. González wirft ein. Aber der Ball war bereits über der Linie. Ein Foul wird angezeigt vom Linienrichter.
Das heißt also Freistoß gegen Manchester United. Minute. Perez schießt. Und Tor. 1:0 für Real Madrid. Das heißt, die Spanier haben den Vorteil der Engländer ausgeglichen. Von einem Hochhaus aus. Perez seinen Gegner angespuckt. Auch nicht sehr schön. Und in den nächsten Minuten wird sich hier einiges tun. Velázquez. Kento. Höchste Gefahr. Und Tor, Gento, das ist die Entscheidung. 2:0 für Real Madrid, ein Fehler von Brennen. Gento auf 2:0. In der 42. Spielminute. Grosso. Velázquez. Und nun kommt der entscheidende Fehler von Brennan. Gento. Stepney kommt heraus. Und beinahe durch die Beine. 2:0. Und dieser Treffer dürfte, so hoffe ich, auch die Atmosphäre etwas beruhigt haben. Die Spanier werden nun nicht mehr bereit sein, an Nobby Styles ganz grimmige Rache zu üben. Aston. Dann. Und Tor! Eigentor! 2:1. Soccer dürfte es gewesen sein, dem dieses Missgeschick unterlief. Wir sehen auch diese Szene noch einmal. Wir wollen versuchen zu erkennen, wer den Ball hereingegeben hat. Ich glaube, es war dann Amancio. Im Gesamtscore steht es also nun 2:2. Auf dem Spielfeld hier in Madrid 2:1 für Real. Sanchez. Und Tor! Großartig von Amancio. Großartige 5 Minuten vor der Pause. Amancio hat diesen Treffer erzielt. 3:1 für Real und das Stadion tobt, begreiflicherweise. Wir sehen das Ganze noch einmal. Sanchez. Vorbeigekommen am Best. Und Amancio. 3:1 also. Amancio muss wieder gepflegt werden. Er scheint eine Oberschenkelverletzung zu haben, eine Leistenzerrung. Der Schiedsrichter sagt, bitte jetzt nicht. Es kann ja sofort in den Kabinen weiter behandelt werden. Und im Gesamtscore ist nun Real mit 3:2 bereits in Führung. Gefährlich.
das war eine Bombe von Krerend. Perez. Charlton. 4:3 ist das Verhältnis. Und Betancourt stand ganz schlecht. Zu weit vor dem Tor. Ganz knapp am Lattenkreuz vorbei. Die Bombe von Bobby Charlton. In der 63. Minute beim Stand von 3:1 für Real Madrid. Amancio. Noch 20 Minuten sind zu spielen. Freistoß für Manchester United. Krerend legt sich das Leder auf. Tor. Tor durch Sedler in der 71. Minute nach Vorarbeit von Best. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Die Verteidigung der Spanier war nicht auf dem Posten. Sie wähnte die Szene schon. Ist das also durch Krerend. Best hat abgewehrt und Sedler, ein Fersler. In der 72. Minute durch Sedler das Anschlusstor. Und im Gesamtscore hat Manchester United auf 3:3 ausgeglichen. Und Ausgleich, das 3:3 in der 77. Minute. Und zwar war es, wenn ich richtig gesehen habe, Fuchs, der Mann mit der Nummer 5, Bill Fuchs, einer der Überlebenden von München. Armlos. Best. Er kommt vorbei an Sanchez. Und aufgelegt für Fuchs. 3:2. Und das ist eine Chance für Real, indirekter Freistoß. 81. Spielminute. Amancio. Kitt. Eine der letzten Aktionen dieses Spiels. Noch immer Kitt. Vorgelegt für Best. Betancourt. Und das Spiel ist zu Ende. 3:3 Real Madrid gegen Manchester United im Santiago Bernabéu Stadion von Madrid. Das heißt, Manchester United ist im Finale des Europacups der Meister. Ich wiederhole die Torschützen. 31. Minute Pirri, 1:0 für Real. 42. Kento, 2:0, 43. Socco, Eigentor, 2:1, 44. Amancio, 3:1 für Real, nach der Pause 72. Sedler und 76. Fuchs, 3:3 also, und wir verabschieden uns aus Madrid.